Hallo liebe Eltern und hallo liebe Freunde des Schuhwidu und allen liebes Hallo an alle Interessierten, wenn es wieder um das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe geht. Wie ich ja schon letztes Mal festgestellt habe, gibt es immer wieder mal das eine oder andere interessante Thema, was bei uns während eines Verkaufsgespräches angesprochen wird. Und diesmal geht es um dieses Thema, mein Kind hat Blasen oder Schwielen am Fuß, liegt es am Schuh? Darauf gehe ich gleich ein, zeige euch diverse Dinge, die ihr wahrscheinlich noch nicht beachtet habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Hallo liebe Eltern und hallo liebe Freunde des Themas Kinderfüße, Kinderschuhe, alles was da Interessantes mit dazu gehört. Ich habe mir ein Thema ausgesucht und zwar, was auch letztens wieder im Verkaufsgespräch angesprochen wurde von einer Mutti, die da gefragt hatte, dass ihr Kind Blasen an den Füßen hätte oder wie sagt man so, aufgeschuppelte Stellen am Fuß, ob denn das am Schuh liegen würde. Wir haben uns also zusammen den Schuh angeschaut, mit dem Fuß natürlich, der dazugehört und dem Kind dazu natürlich, logischerweise. Und haben festgestellt, also der Schuh an sich ist voll und ganz in Ordnung. Also wenn sowas bei euch auftritt oder man das eine oder andere Mal das schon gesehen hat, dass es da kleine wunde Stellen gerade vorne im Zehenbereich gibt, auf den Zehen, an den Seiten, wie auch immer, muss ich immer sagen, es liegt nicht am Schuh. Denn die meisten Schuhe haben extra für die Zehen einen ausgearbeiteten Zehenbereich. Das heißt, man hat also hier immer eine Erhöhung, dass weder der Zehenrücken auffliegt, also das Material auffliegt, sondern dass da immer ein kleiner Puffer von 2-3 mm Höhe ist. Aus dem einfachen Grund, weil die meisten Schuhhersteller ja auch wissen, dass Kinder in einem gewissen Alter oder wenn ich eben halt bloß mal ganz kurz mit einem Schuh laufe, ich immer noch mit krallenden Zehen losgehe und damit ist natürlich immer eine gewisse Erhöhung der Zehenstellung gemeint. Die braucht natürlich Platz, sonst würde ich mir natürlich hier vorne die ersten Zehenglieder immer aufreiben, sobald das passieren würde. So, aus diesem Grund hat man also immer, und dann nehme ich jetzt mal alle unsere ganzen Lieferanten mit ein oder schließe die da mit ein, die haben alle prinzipiell diese Erhöhung. Die einzigen, die das nicht haben, sind Lederpuschen. Aber komischerweise, ich sage mal gerade bei der Anwendung von Lederpuschen, ich zeige es mal, da hat sich noch keine Mami dazu geäußert, dass das passiert wäre. Eine Lederpusche hat also keinen Leisten, die wird nach vorne hin flacher und natürlich auch im Zehenbereich extrem flach. Deswegen wird eine Lederpusche oder kann ein Kind eine Lederpusche meistens nicht bis zum letzten Millimeter ausloten. Die merken das dann, dass hier vorne dann natürlich wenig Platz ist. Zum einen von der Länge her, zum anderen kommt die Naht noch mit dazu, die ja nach innen gestülpt ist. Und dann habe ich hier einen ganz flachen Zehenbereich. So, also das heißt, also hier fängt ein Kind eher an zu krallen und die Zehen einzuziehen als in den normalen klassischen Schuhen. So, das Thema, worauf es sich aber beruht, warum ein Kind gerade dann auch ab und zu mal zu Blasenbildung, zu offenen Stellen, leicht aufgeriebenen Stellen neigt, liegt also wirklich nicht am Schuh, sondern wir haben einen anderen Verursacher ausgemacht und das sind die Socken. Weil da gibt es nämlich ganz schöne Qualitätsunterschiede. Und das Wichtigste muss man natürlich sagen, alles hat ein Ende, auch die Wurst hat zwei und die Socke natürlich auch, die hat also ein Ende. Und das ist immer die Stelle, wo die Strümpfe zusammengekettelt werden. Nun sieht man es hier ganz besonders gut. Hier habe ich also keine Flachkettelung, sondern eine richtige wulstige Naht. Und jetzt könnt ihr auch mal schauen, wo die dann natürlich meistens endet. Also die liegt dann meistens auf dem ersten Zehenglied, auf der großen Zehe an der Seite auf. Und sie liegt natürlich erst recht im Bereich der kleinen Zehe auf. Also gerade die Stellen, wo die Haut besonders dünn und empfindlich ist, kann es also, wenn ich jetzt einen relativ preiswerten Socken da gekauft habe und keine Flachkettelung aufweise, dann habe ich das hier und damit kann es natürlich zu diesen Erscheinungen am Kinderfuß mitkommen und darauf bitte ich einfach zu achten. Das Schönste wäre natürlich so eine Flachkettelung wie hier. Ihr seht, dann sieht man hier oben eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich wirklich mit einer, wie sagt man so, eine Höhe, Stoff. Der textile Stoff, der gewebte Stoff plus die Flachkettelung ist eine Strecke. Einzige Unliebsame ist natürlich, auch hier habe ich wieder leichte Knötchenbildung an den Seiten, aber die könnte man ja abschneiden und dann würde auch da überhaupt nichts mehr stören. Wo es
gar nicht stört oder weniger auffällt, sind alles insgesamt so die Stoppersocken oder diese Thermosocken schlechthin, die also innen ein Frottee-Futter haben. Da fällt es jetzt weniger auf, wenn ich doch mal eine leicht wulstige Naht habe, ganz einfach, weil die restliche Höhe der Textilfaser, die das sozusagen überdeckt. So, also, wenn irgendwas passiert im Zehenbereich, nicht der Schuh ist dran schuld, sondern überprüft einfach mal die Qualität und vor allen Dingen die Naht, die Lage der Naht des Strumpfes beim Kinderfuß. Ich hoffe doch, ich konnte euch damit wieder ein bisschen weiterhelfen. Freut mich, wenn es geklappt hat. Und dann würde ich sagen, ansonsten bis zum nächsten Mal.